Willkommen zu meinem neuen Let's Have Fun. Mittlerweile ja Nummer 8. Freelancer. Ein uraltes Spiel. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Freelancer macht bis heute richtig Spaß. Und es sieht bis heute, ja, zumindest nicht so schlecht aus. Ich benutze jetzt, also ich habe es jetzt vor ein paar Tagen wieder ausgekramt und ein paar Stunden gespielt. Und genau da lasse ich euch jetzt ein Stück mitfliegen quasi. Ja, ich steige einfach mal ein und dann seht ihr ja selbst, wie es gerade aussieht. Ja, das Coole an dem Spiel ist, es gibt in den Story-Missionen, dazu komme ich gleich, immer diese Zwischenspeicherungen. Ja, das erkläre ich gleich alles und wir laden jetzt mal den neuen Spielstand. Willkommen auf dem Planeten Kyushu. Ich werfe mich jetzt erstmal in die Bar, da ist es etwas leiser. Ja. Um euch die Story mal kurz zu erklären, wechsle ich hier mal auf die große Karte. So. Um die Story grob zusammenzufassen, der Pilot bzw. der Mechaniker Trent, das ist der hier in der grauen Jacke, braunen Jacke, den sieht man dann gleich noch in groß, kommt aus dem Planet, vom Planet Leeds im gleichnamigen System Leeds. Den könnte ich euch jetzt eigentlich, ja, so. Hier vom Planeten Leeds. Hat das Geschäft seines Lebens gewittert, will zig Millionen Credits verdienen, einfach mit diesem einen Geschäft. Hat die Kohle eigentlich auch schon fast im Sack. Das Ganze passiert auf der Station Freihafen 7, da wird der Handel abgeschlossen. Blöderweise wird zu diesem Zeitpunkt die Station angegriffen und zerstört und keiner weiß eigentlich wirklich von wem. Als Überlebender des Unfalls kommt er mit den wenigen anderen Überlebenden auf den Planeten Manhattan und will dort ja im Prinzip sein Leben neu aufbauen. Blöderweise wurde die Station wegen eines Alien-Artefakts zerstört, hinter dem die Angreifer her waren. Ja, so weit, so chaotisch. Es kommt aber noch schlimmer, denn er freundet sich dort mit einer Liberty Security Force, das ist der Geheimdienst von Liberty, diesem kleinen Gebiet hier. Freundet sich mit einer Offizierin an. Offizierin, weiblich, und wird von ihr für ein paar Aufträge angeheuert, so als Freelancer. So. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sich herausstellt, dass die Überlebenden von Freihafen 7 mehr oder weniger alle gejagt werden, weil jeder wissen könnte, wo das Artefakt ist, wegen dem die Basis zerstört wurde, jetzt wird es kompliziert, gelten diese Offizierin namens Jun Kozane, kurz Juni, und Trent auf die Fahndungsliste, weil beide von dem Artefakt wissen. Dann flüchten sie aus Liberty heraus nach Bretonia, der Heimat von Trent, wo auch der Planet Leeds liegt, wo er Mechaniker gelernt hat. Und mittlerweile mussten sie auch von Bretonia fliehen. Und man weiß mittlerweile auch, dass die Angreifer aus dem Rheinland-Sektor kommen, der hier rechts das grüne Teil Dingens ist. Ja, und jetzt suchen wir gerade in Kusari nach den, ja, plus minus, nach dem sogenannten Proteus-Band. Der soll Wissenschaftlern, die wir unterwegs getroffen haben, helfen, das Artefakt zu entschlüsseln. Ziemlich kompliziert das Ganze. Wie gesagt, ich spiele es jetzt schon ein paar Stunden. Ich kenne die Story vom ersten Mal durchspielen. Ich wollte es eigentlich Let's Playen. Blöderweise habe ich jetzt schon 6 Projekte laufen. Das kommt nicht so gut. Das wird sich sowieso jetzt wieder auf 4 zusammenkürzen. Egal, ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen und deswegen sind wir hier jetzt im System im Kyushu-System, auf dem Planeten Kyushu. Wir sind hier storymäßig durch eine nicht offizielle Sprunglochroute im Oka-Staubfeld reingekommen.
Deswegen ist die Karte hier noch nicht vollständig. Ich habe das System noch nicht voll erkundet. Ja, und zwischen den Story-Einsätzen kann man sich immer wieder durch so kleine Missionen Geld dazu verdienen. Das muss man auch. Denn mit den Leveln ist das so eine Sache. Derzeitige Stufe bei mir 13. Wenn man auf ungeraden Zahlen steht, vom Level her, muss man sich eigentlich fast immer, ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Level, die man anders erreicht, immer mit einem gewissen Saldo quasi durchschlagen. Für mich sind das jetzt die 72.000 Dollar oder Credits, die ich verdienen muss, beziehungsweise was ich am Ende übrig haben muss, und mein derzeitiger Besitz ist eben 43.000. Das ist übrigens nicht nur mein Bargeld. Hier links sieht man übrigens das Ansehen bei den verschiedenen Parteien, die es hier gibt. Die meisten sind eher unwichtig. Es gibt nur wenige Story-wichtige, zum Beispiel die Liberty Marines, die Liberty Police, die Liberty Security. Zu denen war ich am Anfang wirklich gut Freund, aber im Laufe der Story, ja, man sieht's ja. Synth-Food, für die habe ich viel gearbeitet, und obwohl die von Liberty gute Freunde sind, mögen mich die Liberty Modder nicht, weil es die Story so will. Also, bis man die Story durch hat, ist man schon ziemlich an diese Werte gebunden. Wobei man sich, ja, zum Beispiel hier bei Crusade Staatspolizei bin ich auch mittlerweile ziemlich eingeschleimt. Egal. Ich möchte mit euch jetzt einen Auftrag erledigen. Da gibt es verschiedene. Ja, die Nachrichten noch. Entschuldigung, verklickt. So. Es gibt Basis, also diese Freelancer-Jobs im Prinzip sind nach Zufallsprinzip immer ausgewählt, haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, die ungefähr unseren Heldenleveln entsprechen. Wir sind momentan auf 13, das 16 etwas knackig, wird aber dementsprechend viel Belohnung geben. Da gibt es ein paar Typen. Da gibt es Basen zerstören, wobei das nicht immer richtige Basen sein müssen, sondern auch können auch Waffenplattformen sein, etc. Dann gibt es Schiffe zerstören. Dann gibt es Gefangennahme, das habe ich hier jetzt leider nicht. Da muss ich einen feindlichen Jäger runterholen, Beute aufglauben, wo dann die Rettungskapsel dabei ist, das sehen wir vielleicht noch. Dann muss ich den Gefangenen wieder zurückbringen zum Planeten, wo ich den Job angenommen habe. Und dann gibt es noch Beute zerstören oder beziehungsweise Frachtgut zerstören. Wenn ich einen solchen Auftrag annehme, muss ich wieder einen Jäger runterholen und dessen besonderes Gut, was auch immer der gerade geladen hat. Ich habe zum Beispiel letztens Täuschkörper Blaupausen zerstören müssen. Ich glaube Täuschkörper oder Tarntechnik Blaupausen, irgend sowas. Es gibt zig von diesen Freelancer-Aufträgen. Die sind per Zufallsprinzip generiert. Das merkt man sich sowieso nicht. Und um die geht's auch nicht, hauptsächlich. Wobei man relativ viel Zeit damit verbringt. Ich habe hier für Yukari Hiraga schon ein paar Mal gearbeitet. Die kennt mich schon und das hört ihr auch gleich. Wir kennen uns, oder nicht? Sie sind gut, ich bin Trent. Jetzt erinnere ich mich gut, Sie wiederzusehen, Mr. Trent. Prima, haben Sie was? Ich hätte da einen Vorschlag für Sie. Gibt's da Probleme? Ja, ich fürchte, das wird haarig. Boah, Schwierigkeitsgrad 17. Diese Dialoge sind übrigens immer aus einer gewissen Sammelbox an zufälligen Dialogsituationen, Vorgaben herausgepickt. Das heißt, der Dialog geht in eine Richtung und je nach Situation holt er sich aus einem gewissen, ja, Blackout, nicht gut, aus einer gewissen Satzsammlung holt er sich eben dann das Passende raus. Funktioniert zu 99% sehr gut. Schiffe der Blutdrachen, Seran-Staubfeld, Waffenplattformen, ein paar Leute dabei, okay, nehmen wir an. Raus damit! Hervorragend, viel Glück! Wir sind übrigens nicht an unser Schiff gebunden, man sieht ja auch den Schiffshändler eventuell, bevor wir abfliegen. Im Moment habe ich so einen ziemlich lächerlichen Kavalier.
Wobei der wesentlich besser ist als das Startteil, das ich hatte. Ziel momentan im Corsare-System ist es, den Barracuda zu erwirtschaften. Wow. Das ist ein verdammt schwerer Jäger. Sieht man ja auch, Barracuda, schwerer Jäger. Und im Gegensatz zu einem Cavalier, der ja relativ schwach auf der Brust ist, ist auch nur ein leichter Jäger, hat der Barracuda schon mächtig Roms dahinter. Es gibt ja übrigens nicht nur Jäger, es gibt auch Frachter und es gibt noch irgendeine... Ja, ich glaube später im Multiplayer kann man sogar als Team Schlachtschiffe steuern oder irgendwie. Multiplayer habe ich nur ein paar Mal gezockt mit ein paar Freunden. Man kann außerhalb der Story nämlich eigentlich alles machen. Man kann andere Transporter überfallen, die Beute nehmen und abhauen. Wobei man sich da natürlich nicht so toll mit der Polizei steht, die eigentlich den Großteil der Sektoren kontrolliert. Und wir heben jetzt hier ab. Die Zwischensequenzen kann man jederzeit mit Escape unterbrechen. Ja. Und da fliegt er davon und ist gleich draußen. Dann sehen wir hier vor jedem Abflug, wenn wir einen Einsatz haben, noch die Einsatzbesprechung. Man sieht auch die ideale Route, wie man seinen Zielpunkt am besten erreicht. Das funktioniert übrigens nicht nur bei Missionen, das kann man sich auch selbst berechnen lassen. Das Navi ist da ziemlich flexibel. Und es gibt eben... Am nächsten Einsatzwegpunkt halten sich feindliche Schiffe auf. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Man muss nicht alles mit den im Prinzip Raumschiff-Triebwerken alleine fliegen. Es gibt auch diese Handelsrouten, mit denen fliegt man über Lichtgeschwindigkeit. Und haken wir jetzt ein. Denn wir müssen ja da auf die andere Seite und wir können uns auch hier die Karte anzeigen lassen. Und wir wissen, dass wir jetzt gleich rechts raus müssen. Plötzlicher Ausstieg aus der Handelsroute hat das nämlich nicht einberechnet, das Routensystem. Wer sich jetzt denkt, dass diese Flüge zwischen den Einsätzen da hin und zurück relativ langweilig sein könnten, nein. Am Hinflug überlegt man sich immer ein bisschen schon, was kommt jetzt eigentlich auf einen zu. Also man sollte sich schon ein bisschen auf die Kämpfe vorbereiten und sich eine Kampfstrategie überlegen. Man sieht ja auch meine Waffen. Ich habe hier mit der Stunpulse eine Anti-Schild-Waffe. Man sieht ja auch das blaue Schild des Spielers, das rote ist Schiffsrumpf des Spielers und das gelbe ist die verfügbare Leistung für meine Laserwaffen bzw. Photonen oder was der Teufel was ich alles habe. Ich habe ja auch noch Raketen, die kann ich eventuell dazuschalten. Hat aber nicht viel Sinn, denn die Dinger sind verdammt teuer und vergeudete Schüsse, ja. Der Wasp Reiseflugunterbrecher kann diesen Reisezustand, den ich gerade habe, unterbrechen. Haben Sie zum besseren Anvisieren markiert. Wer sich mit dem Teufel anlegt, wow, bekommt die Hörner zu spüren. Und natürlich auch die Gegenmaßnahmenwerfer, mit denen ich Raketen abwehren kann. Wobei ich hier schon einen optimierten Gegenmaßnahmenwerfer habe, der zu 90%iger Sicherheit alles abfängt. Und ich schalte zuerst die Waffenplattformen aus, denn die haben unendlich viele Raketen im Gegensatz zu den NPC-Schiffen. Wenn ich die Plattformen ausgeschalten habe, habe ich ein Kindergeburtstag. Denn die Plattformen sind verdammt mächtig. Wer jetzt gewisse Ähnlichkeit zum Online-Rollenspiel Black Prophecy erkennt, ja, das Spiel Black Prophecy hat bei Freelancer gnadenlos geraubt. Mich wundert, dass Freelancer überhaupt noch läuft auf aktuellen Rechnern, ehrlich. Was die alles aus dem Spiel kopiert und geklaut haben, teilweise auch schlecht geklaut haben. Ich habe selbst eine Zeit lang gespielt, also ich weiß, wovon ich spreche. Einziges Problem bei Freelancer: Es war ein Nachfolger geplant, inoffiziell. Offiziell ist er leider nie rausgekommen,
weil ja, die Studios, die damals an Freelancer gearbeitet haben, die haben damals schon alle zu Microsoft Games gehört und die haben die Studios einfach kurzerhand dicht gemacht. Obwohl Freelancer eigentlich gar nicht so schlecht verkauft war. Also, keine Ahnung, was sich Microsoft dabei gedacht hat. Aber es gab im Nachhinein dann noch einen Nachfolger im Geiste. Der hieß Darkstar One. Basiert im Prinzip auf ähnlichem. Allerdings kann man im Darkstar One unter anderem nicht mehr mit Schiffen handeln, sondern man hat nur ein Schiff, eben die namensgebende Darkstar One. Das ist auch ein Prototyp im Spiel, das heißt, da fährt kein anderer mit diesem Schiff rum. Ja. Und wir haben jetzt hier unsere Mission abgeschlossen, wenn ich jetzt diesen Typ noch erwischen würde. Komm schon. Zack. Der Bereich scheint sauber zu sein. Gute Arbeit. Einsatzkommission Ende und aus. Ja, das kommt wieder die Routenplanung zum Einsatz. Das zeige ich euch jetzt gleich auch. Wir wollen zum Tsushima Depot. Da kann ich mir den optimalen Weg festlegen lassen. Ist jetzt klar, ist jetzt nur ein Sprungpunkt. Ich kann es auch als Zielobjekt auswählen, dann kann ich das direkt anfliegen. Hier die Leiste lässt sich grundsätzlich mit den F-Tasten steuern, das heißt hier habe ich F2 anfliegen. F1 ist übrigens nicht freier Flug, so wie es hier oben ist, sondern Pause. F3 kann ich andocken, F4 kann ich in Formation mit anderen gehen. Dann habe ich hier ein Logbuch. Hier kann ich auch immer den aktuellen Einsatz abrufen. Ist sicherlich nicht schlecht. Und ich habe ein Logbuch. Edison Trent, unser Charakter eben. Und da wird von Anfang an jedes Story-Detail festgehalten. Also wenn man mal eventuell was vergisst, schaut man einfach hier nach. Da steht alles. Wirklich alles. Da steht es auch von Anfang an, ich habe mich entschlossen, Bretonne zu verlassen, also vor dem eigentlichen Spiel noch, mein Glück in den Grenzwelten zu suchen. Tobias ist übrigens der Ausbilder, den Trent hatte. Das spielt später auch noch eine wichtige Rolle. Ja. Einfach genial. Man hatte. Ja, und jetzt kommt es gleich wieder. Bestätigt. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Das ist wirklich gigantisch. Auf den Multiplayer-Servern können bis zu 160 Spieler spielen. Und wenn man dann eine ordentliche Crew hat, ich sage jetzt mal. Kosari-Polizei, ja. Kiko 16 für Freelancer Alpha 1. Schicht 1. Ich werde jetzt einen Frachtscan durchführen. Ist mir egal, wir docken schon an. Die Polizei macht nämlich immer wieder Scans, ob man nicht Schmuggelware an Bord hat. Also, da geht's echt cool zu in dem Spiel. Muss einem gefallen, ist klar. Aber wenn man so ein bisschen was für Weltraumspiele übrig hat, ist wirklich super. Hat sein eigenes Universum, klaut eigentlich nirgends vor Freelancer. Ja, es gab die Wing Commander, es gab auch ein paar Star Wars Spiele. Aber Freelancer baut sich wirklich ein eigenes Universum auf, eine eigene Story. Es hat sogar eine Vorstory zur Story, also das Intro hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern mit der Geschichte, wie überhaupt das ganze Universum, das ich euch vorher gezeigt habe hier, so entstanden ist. Ja, wenn ihr davon mehr hören wollt, ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ich vielleicht Let's Playen soll, vielleicht doch, eben, dann lasse ich etwas anderes vorerst fallen oder keine Ahnung. Das müssen wir dann irgendwie kurzfristig in einer Umfrage beschließen. Ich halte es sowieso noch länger auf der Platte, weil ich es eben selbst wieder spiele. Falls ihr das Spiel noch spielt und irgendwo einen Multiplayer-Server laufen habt, wo ihr eventuell noch einen neuen Spieler brauchen könnt, jederzeit.
Ich glaube nur, ich muss mir einen neuen Charakter besorgen, weil ich weiß nicht mehr, wie die alte Microsoft Game ID war. Das war eine 100.000 Stellen lange Zahl, Buchstabenkombination, keine Ahnung. Das war echt schwierig. Vielleicht habe ich den Wisch noch wo, keine Ahnung. Es war auch noch am alten Rechner. Das Spiel hat auf meinem alten Rechner noch geruckelt. Okay, der Rechner ist jetzt mittlerweile ewig alt, aber ja. Man kann auch auf diesen Raumstationen hier Handel betreiben. Allerdings haben nicht alle Raumstationen alle Einrichtungen. Das heißt, die hier hat zum Beispiel keinen Schiffshandel. Ist einfach zu klein dafür. Es gibt aber noch kleinere Stationen, die haben zum Beispiel keinen Warenhändler. Da kann ich nur Ausrüstungsgegenstände handeln und da auch nur eingeschränkt. Weil ich vorher gesagt habe, Anti-Schildwaffe. Es hat auch leichte Rollenspielelemente. Zum Beispiel hat meine Stun-Pulse einen enormen Schildschaden pro Schuss, aber kaum Rumpfschaden. Und eine Schussrate von 4,0. Fragt mich nicht, was dieses 4,0 in dem Fall genau bedeutet. Ihr habt zwar gesehen, die Schussrate. Die Slingshot ist wirklich ein Rumpf-Raketenteil. Eine bessere Rakete in der Klasse kann ich mir momentan gar nicht leisten. Vor allem, wenn ich keinen Undock-Platz habe. Es gibt noch die Katapult, aber die ist verdammt teuer. Die ist noch viel, viel teurer. Dann die Sun Fury ist ein Rumpfschadengeschoss, hat aber eine höhere Rate als die Stun-Pulse, deswegen auch geringerer Schaden und geringerer Energieverbrauch. Fügt aber eben in Summe mehr Schaden, weil sie mehr als doppelt so schnell feuert. Und die Skyrail ist auch eine 4-0er Waffe, allerdings Rumpfschaden und hat eben, ja, Rumpfschaden eben. Die Schilde sind nämlich ausbaubar. Ich habe hier jetzt ein Optimized Guardian Schild, leichter Jäger, Klasse 4. Das ist gut gegen Laser, Photonen und Impulswaffen. Das heißt, es gibt auch bei den Waffen verschiedene Klassen, aber das ist eher dann zweitrangig. Das ist dann wirklich für Hardcore-Fans, wo dann wirklich in einer gegen 10 Feuergefechten das entscheidet. So im Singleplayer kommt man ja nicht in die Gefahr, dass man das in der letzten Mission dann. Da ist es dann gut, wenn man das richtige Schild hat, aber sonst. Ja, bevor die Zeit jetzt um ist und ich euch nur zugeschwafelt habe. Was einfach bei Freelancer viel zu einfach ist. Also es gibt hier, man kann ja alles machen, echt alles. Ich fühle mich einfach mal. Alpha, Kunststrich 1, Sie haben Starterlaubnis. Gute Reise. Gleich ein fettes Feuergefecht gegen die Drachen. Juhu! Man sieht ja immer diese Zielhilfe, die kann man nicht abschalten, die braucht man auch ganz dringend. Denn die zeigt einem auch die Reichweite an. Und die zeigt einem immer die Waffe an, die die längste Reichweite hat. Sprich, wenn ich jetzt eine mit 700 Metern Reichweite habe und eine mit und drei mit 600, dann zeigt mir das ab 700 Metern das Zielkreuz an, obwohl drei Waffen gar nicht in der Reichweite sind. Ich habe allerdings nur Waffen mit 600 Metern Reichweite, beziehungsweise meine Raketen haben 1000. Aber die sind nicht angeschlossen momentan. Die kann ich manuell abfeuern. Und was auch wichtig ist, dass man die ganzen Shortcuts auswendig lernt. Denn man kann mit der WSAD-Steuerung das Schiff lenken im Prinzip. Mit der Maus steuern natürlich, aber wenn man mit der Maus steuert und dann muss man die Raketen abfeuern, kann man logischerweise nicht immer hierher gehen und die Raketen abfeuern, sondern macht zum Beispiel mit der Taste 2, weil das ist der Raketenfokus, also eben mit der Taste Q, also Q, also oben mit dem Strich rechts unten, ihr wisst schon. So. Marinestreitkräfte Fuji 10 für ja. Freelancer Alpha 1-1. Ich scanne Ihre Fracht nach Schmuggelware. Okay, alles sauber.
Ich habe mich jetzt auch gewundert. Wir haben jetzt auch 15 Einheiten Wasser von denen gestohlen. Eigentlich aufgesammelt. Ja. Und ansonsten haben wir irgendwo Beute gemacht. Ja, wir haben wieder eine Drone Mine gesammelt. Zwei Windstalker-Raketen. Und die sind abfeuerbereit. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, wir haben noch eine Windstalker-Werfer aufgesammelt. Das ist das Vorgängermodell zu meiner Slingshot. Der Nachfolger ist eben dieser. Ach, wie heißt denn das Teil? Das, wo ich gesagt habe, das ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe es gerade vorher gesehen. Ich habe es gerade nicht so, denn ich bin jetzt schon seit über 12 Stunden wach. Ja, ich habe heute ziemlich früh Abend angefangen, aber egal. Wir sind jetzt am Tau 29 Sprungtour. Falls sich wer erinnert, da haben wir auch ein Sprungloch. Das ist jetzt so, dass diese Sprungtore offizielle Punkte in andere Systeme sind. Und die Sprunglöcher eigentlich versteckte, beziehungsweise oft gar nicht bekannte, ja, Sprunglöcher sind. Im Prinzip mache ich jetzt gerade nichts anderes, als das System in meiner Karte zu vervollständigen, damit ich weiß, was hier alles abläuft. Und wenn ich jetzt gerade nicht das letzte Fun machen würde und kommentieren würde, würde ich hier wirklich rumsitzen und zum Beispiel in meiner Frachtraumschau das Wasser schauen, wo kann ich das am gewinnbringendsten verkaufen. Da sehe ich immer die besten Preise, ob das von Basis aus verkauft wird, welche Basis das ist und welches System das ist. Wenn ich das jetzt anklicke, wird mir das auch direkt im Navi angezeigt und ich könnte mir so direkt den besten Weg berechnen lassen. Will ich aber nicht, denn da kann ich gerade schwer hin, denn Tau 23 wird momentan von Rheinland kontrolliert. Da ist auch so ein netter Transporter. Kann ich jetzt auch scannen. Trägerraumschiff hat momentan nichts geladen. Hat aber jede Menge kleine Geschütztürme der Klasse 1 und 2. Dockt jetzt auch an der Station an und kommt aus meiner Scanner-Reichweite. Und hier kann ich auch den Scanner filtern. Das heißt, ich habe hier hinten das Depot, den Planet Aso. Auf den Scanner finde ich übrigens hauptsächlich Sachen, bei denen ich schon mal war, beziehungsweise die offizielle Polizeirouten sind. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel in die Seiran-Staubwolke fliegen würde oder ins Hayate-Staubfeld, dann würde ich wahrscheinlich 100.000 Dinge finden, die irgendwann mal verloren, vergessen etc. worden sind. So habe ich zum Beispiel auch im System New York, aus dem ich ja mittlerweile vertrieben wurde, hier unten in den Badlands die Patrouille 27 gefunden. Das sind drei alte Jäger, die irgendwann mal auf einer Patrouille verschwunden sind. Lustigerweise mitten in einem atomaren Feld. Die habe ich dann quasi auch ausplündern können, habe mit ihren Waffen und Schilde holen können. Und ja. So weit so dies. Und dass ihr es auch einmal gesehen habt, ich habe hier den Sprung dann nach Neu-Tokio. Wie ihr seht, habe ich den Sektor hier nicht auf der Karte. Neu-Tokio, ich kenne hier Tau 29 und Tau 23. Neu-Tokio habe ich nicht und deswegen springe ich jetzt genau dahin. Also es macht eigentlich richtig Spaß, den Weltraum zu erkunden. Die Polizei, Kiko 8 für Freelancer Alpha 1, Schicht 1. Ich werde jetzt einen Frachtscan durchführen. Alles in Ordnung, nichts Ungewöhnliches. Und Abflug. Das ist viel besser als die Handelsrouten. Das ist Hyperraum. Das ist, ich habe irgendwo mal einen Fanfact gelesen, dass das ungefähr 100-fache Lichtgeschwindigkeit sein soll. Und jetzt bin ich im System New York, das jetzt auch auf meinem Navi verzeichnet ist. Genau hier. Vorher war ich hier in Kyushu, jetzt bin ich in New York. Neu-Tokio. So. Und dieses System kann ich jetzt füllen.
Das heißt, ich docke hier genauso wie vorhin eine Handelsroute an und erkunde das System auf eigene Faust. Ja. In dem Sinne bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sind am Ende des Let's Have Funs angelangt. Ich könnte hier noch tagelang darüber sprechen, ehrlich. Wie gesagt, wenn ihr ein Let's Play dazu sehen wollt oder zu Darkstar One, schreibt mich einfach an oder schreibt mir hier in die Comments. Freelancer ist richtig, richtig genial. Aber wie gesagt, man braucht, also ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber eine gewisse Geduld braucht man. Und das hier ist, oh mein Gott. Die sind mir jetzt egal, ich docke jetzt noch eine Station Shinjuku an. Entschuldigung vielmals, ich hab's nicht so mit dem Kusari-Sektor. Ich hab's auch nicht so mit der Aussprache der jeweiligen Stationen etc. Und hier können wir eben noch schnell unser Schiff reparieren. Wobei ich jetzt nur den Windstalker hatte. Und hier kann ich auch speichern. Die ich übrigens Neustadt benannt, falls sich jemand fragt, weil ich das ja schon mal durch hatte und ja, jetzt habe ich es wieder ausgegraben und das war jetzt quasi mein Neustart. So. Ich speichere immer unter demselben Namen, denn sonst sind die Speicher irgendwann mal knallevoll und ja, meine Festplatten quillen so schon mit den Let's Plays über. In dem Sinn ein recht herzliches Dankeschön fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Let's Have Fun, was auch immer das sein wird. Ciao!